Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lass ich es rein. Guten Tag, liebes Glück, schön dich zu sehen. Kaffee oder Tee, du willst doch nicht gleich wieder gehen. Ich bleib auch entspannt, halt dich nicht fest, denn ich weiß, dass du bleibst, wenn man dich lässt. Was verschafft mir das Glück? Eins ist ja klar, frag mich nicht, wie es mir geht, denn du warst ja nicht da. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Deswegen kommst du mir gelegen, wird doch langsam Zeit. Eigenes Gemüse anbauen, sorgsam mit der Natur umgehen, unabhängig sein. Das macht glücklich. Wir werden Menschen in unserer Region kennenlernen, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise ihr Selbstversorgerglück gefunden haben. Eine von ihnen ist Tanja. Meine Lieblings-Selbstversorgerpflanze ist der Spinat, weil er uns früh im Jahr frisches Grün bringt und sehr wichtig und existenziell für meine Anbaumethode ist. Tanjas Schrebergarten liegt in Berlin-Wilmersdorf, in einer Kleingartenanlage mitten in der Stadt. Hier baut sie seit 2019 Gemüse an. 2 Jahre hat sie auf ihre Parzelle gewartet. Jetzt verbringt sie hier jede freie Minute. Hier bei der Glocke ist es. Hi Tanja. Ah, du bist schon hier mitten im Selbstversorgergemüse. Genau, du kannst dir mal gleich ein Brett schnappen, bitte, links von dir. Ja, das stehen mehrere, das hier? Ja, genau. Okay. Perfekt. Ja. Vielen Dank, dass ich gleich was ja, tun darf. Ja, ist ja nicht zum Spaß. Da komme ich mir ein bisschen sinnvoll vor. So, Wahnsinn. Du stehst hier in deinem eigenen Gemüse. Ja. Was bedeutet dir das, dass du dich hier mit Gemüse so ein bisschen selbst versorgen kannst? Mittlerweile alles. Also wir sind schon privilegiert und nicht unbedingt abhängig davon. Aber es ist jedes Mal ein Abenteuer und das schmeckt. Wir essen alle erst Spinat, seitdem wir den hier anbauen, die gesamte Familie. Ich pflanze einen Samen in meinem Garten. Lassen die Leute reden, lassen die Welt ein bisschen warten. Oh, hier in meinem Garten. Tanja und ihr Mann Florian sind beide gebürtige Berliner. Sie ist Erzieherin, er Gymnasiallehrer. Sie haben 2 Kinder. Als sie den Garten zum ersten Mal sahen, waren sie sofort verliebt. Tanja liefert die Zutaten, Florian bereitet sie zu. Dankeschön. Vom Frühjahr bis zum Herbst kocht Florian fast ausschließlich mit Gemüse aus dem eigenen Garten. Hier ist alles biologisch, denn Tanja gärtnert naturnah nach einer besonderen, fast vergessenen Methode. Wenn man anfängt, sich mit Anbau zu beschäftigen, dann stolpert man schnell über so Vokabeln wie Mischkultur, Fruchtfolge. Und das ist relativ anstrengend, fand ich, zu planen. Und dann bin ich in der Recherche auf die Gertrud Frank gestoßen, die das als Biogärtnerin, Pionierin konzipiert hat, immer den Kreislauf der Natur mitzubeachten. Okay. Und deshalb so viel Spinat, weil der gibt dem Boden regelmäßig zurück, was wir dann wieder in anderer Form ernten können. Okay, der Spinat ist derjenige, der abgeerntet wird. Ja, genau. Der gegessen wird und der aber auch den Boden mulcht. Genau, weil wir ihn nicht komplett essen. Normalerweise hacken wir ihn. Die Wurzel bleibt im Boden zum Verrotten und der Spinat mulcht dann. Also bedeckt den Boden, dass er weniger Feuchtigkeit braucht, weniger Beikräuter wachsen. Hm, das heißt, das ist Mischkultur, ja. Ne, unterschiedliche Pflanzenfamilien. Das genau. Ist Fruchtfolge, ja. Und das Ganze quasi gleichzeitig auf einem Beet in Reihen. Richtig, genau. Tanja ist in den sozialen Medien aktiv. Und dann guckst du mal bitte einfach zu mir. Sie teilt ihre Erfahrungen regelmäßig mit der Instagram-Community. Eines ihrer am häufigsten genutzten Geräte im Garten ist das Handy. Ich liebe das, wenn du so schön kochst, was ich pflanze. Es gibt Spinat und Kabeljau. Wenn hier draußen ist mein Königreich, liebe man gerecht behandelt und ich fühle mich wirklich frei. Mmh, duftet durch den ganzen Garten. Mmh. Sag mal, Kochen, deine große Liebe und die Gartenliebe war auch schon da oder kam die Gartenliebe durch den Garten? Die Gartenliebe kam tatsächlich durch den Garten, also so wie Tanja das auch sich überlegt und gestaltet und arrangiert, da wird es eigentlich mit jedem Tag immer schöner. Tanja, was ist dir ganz wichtig? Was würdest du dir mitnehmen, wenn du dir nur ganz wenig Sachen mitnehmen könntest? Was würdest du wählen? Meine Saatgutbox.
Deine Saatgutbox, ja? Ja, ich habe letztens in so einem Worst-Case-Moment, also in dem Worst-Case-Denkmoment, mir genau die gleiche Frage gestellt. Und da dachte ich, also wenn du schon die Kompetenz erlangt hast, dich selbst zu versorgen, dann möchtest du doch auch einfach diese kleinen wertvollen Samen überall mit hintragen und da versuchen, was draus zu zaubern, wenn es dann nötig ist. Ja. Wo seht ihr euch so in 3 Jahren mit eurem Selbstversorgertum? Also am besten wäre das eigentlich in 3 Jahren exakt genauso, wie es jetzt ist, hier zu sein. Wir mögen unser Konzept und einfach so weiter, vielleicht ab und zu mal ein anderes Gemüse. Also ich glaube auch die Zufriedenheit so mit dem, was man hat und das Glück, dass wir das haben dürfen. Da muss jetzt gar nicht noch irgendwas so oben raufkommen. Und der Garten, also sich gänzlich selbst zu versorgen, ist ja schon aufgrund der Saisonalität so ein Stück weit auch schwierig. Aber so Essen zubereiten mit den Dingen, die dann zu der Zeit eben fertig sind, das ist eine ganz tolle Sache. Und das würde ich auch nicht mehr missen wollen. Aber wenn, dann wäre das tatsächlich die perfekte Variante, um sich selbst zu versorgen. Weil eigentlich ist die Rheinmischkultur nach Gertrud Frank so angelegt, dass du dich über das ganze Jahr selbst versorgst. Also eigentlich hatte ich ja die Idee, ich stehe dann jetzt hier irgendwann auf und ich gehe. Nö. Aber das Konzept ist super, ich bleib hier. Schön, wollen wir darauf anstoßen? Darauf wollen wir anstoßen. Einfach warten, bis die Sachen frisch wird tragen. Mischkultur als Selbstversorgerkonzept bei Tanja in Wilmersdorf. Mal sehen, wie das in Berlin-Friedrichshain ist. Dort gärtnert Selbstversorger Patrick. Meine Lieblings-Selbstversorgerpflanze ist Kopfsalat. Kopfsalat ist der erste Samen, den ich gepflanzt habe. Und 2 Monate später gibt es diese wunderschön und tolles Salat. So für mich es ist ein Abenteuer. Patricks Selbstversorgerkonzept ist ungewöhnlich. Sein gesamtes Gemüse baut er auf der eigenen Dachterrasse an. Hallo. Ganz oben, mitten in der Stadt, 18 Quadratmeter, übervoll mit Töpfen. Boah, das ist klasse. Wahnsinn. Toll. Wie kriegt man das hin, so viel gesundes, leckeres Gemüse mitten in der Stadt anzubauen? Was ist dein Geheimnis? Ja, es ist like für mich, es ist wunderbar, es ist so schön und man kann auf kleinen Räumen Pflanzen anbauen, like Vertikalraum. Ja, es ist einfacher, als man denkt. Es ist einfacher, als man denkt. Ja. Und ich weiß ja von dir, dein Geheimnis heißt Permakultur. Das ist ein System, was sich selbst erhält. Du machst deinen eigenen Dünger, deinen eigenen Boden. Bitte erklär mir mal, wie das funktioniert, weil es ist ungewöhnlich. Im Garten kann man sich's vorstellen, aber auf einer Terrasse Permakultur, wie machst du das? Ja, ich denke, dass Permakultur für mich, es ist eine große Vision und Philosophie über Regeneration für Menschen, Ökosystem und auch Biodiversität. So, ich mache meine Kompost. Machst deinen Kompost da hinten in dieser blauen Tonne. Ja. Und was kommt hier rein? Was tust du da alles rein? Blätter, Stiele, Eierschalen. Ja. Das ist alles so aus der Küche. Alles Vegetalia. Ja. Ja, und das kommt da rein? Ja. Und wie lange braucht es, bis du dann den Kompost hast? 6-8 Monate. Und ich habe auch die Bokashi. Bokashi ist ein hochwertiger Dünger, ein Gemisch aus Mikroorganismen und Bioabfällen. Das heißt, du verwendest wirklich alles, was das Gemüse abwirft, auch um neues Gemüse wieder zu machen. Ja. Ja. Also Permakultur bei Patrick heißt eigener Kompost, Bokashi-Dünger. Ja. Und was noch? Regenwasser. Um Wasser aufzufangen, nutzt er alte Plastikflaschen. Durch diese läuft es weiter in die Regentonne. Wassersammeln gehört eben auch zum nachhaltigen Permakulturkonzept. Patrick will die Kreisläufe der Natur möglichst genau nachahmen. Sag mal, das ist jetzt wirklich spannend. Der Patrick war Marketing Director bei diversen Unternehmen, 16 Jahre lang bei Netflix, bei Zalando, bei PlayStation. Und dann irgendwann hast du damit aufgehört. Warum?
Ja, weil für mich, like, ich bin jetzt mein neuer Beruf, ist Urban Gärtner. Und ich denke, es ist der beste Beruf der Welt. Ist es nicht ein Risiko? Du hast doch bestimmt ganz gut verdient vorher, oder? Ja, aber diese Garten für mich, es ist eine Therapie, es ist eine Meditation. Und ich bin so froh und so stolz, meine Essen zu anbauen und zu teilen. Yeah. So für mich ist es sehr wichtig, like, mein neues Leben. Und ich investiere meine Energie, um andere Menschen zu inspirieren. Auch Patrick teilt sein neues Leben in den sozialen Medien. Sein Wissen postet er täglich bei Instagram. Er schreibt Bücher über den Gemüseanbau auf Balkon und Terrasse und er gibt Kurse für Menschen, die lernen wollen, wie Permakultur funktioniert. Ganz lecker. Dieses Paprikapflänzchen wird jetzt auf die Patrick-Permakultur-Art und Weise eingepflanzt. Dabei verwendet Patrick seine alte Erde aus dem Vorjahr und peppt sie einfach wieder mit Bokashi, Wurmhumus und Kaffee auf. Also es ist richtig so eine richtige Schicht drin, ne? So eine leckere, kompostige Düngerschicht. Und deine neue Erde. Es tropft zu den Nachbarn runter. Und warum machst du das? Ich werde sehen, ja? Guck mal. Ja. Da. Wow. Und jetzt saugt er richtig sich fest. Und es ist einfacher mit dieser Technik. Patrick und seine Lebensgefährtin Yunis leben den Wunsch, sich selbst zu versorgen, gemeinsam. Auch sie hat ihren Job gekündigt, auch sie hat Permakulturkurse besucht. Vom Topf in die Salatschüssel lautet ihr neues Lebenskonzept. Wie stellt ihr euch das vor in ein paar Jahren? Was ist so der Traum, was ist so die Vision? Wie seht ihr euch dann? Hoffentlich immer noch nah an einer Stadt, aber vielleicht ein bisschen weiter raus. Noch mehr die Möglichkeit, mit dem Land und der Natur zu verschmelzen. Also vielleicht eher auf einem Stück Land, wo wir dann vielleicht etwas aufbauen können, was auch nicht nur für uns als wirklich so eine Oase dient, aber auch für andere Menschen, die dort zu Besuch kommen können oder eben Permakultur lernen können. Ein Ort, den man dann auch mit anderen teilen kann. Das wäre, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Vision. Für dich auch, oder? Ja. ja. Wirklich, ja. Es ist auch so schön, dass ihr da beide am gleichen Strang zieht. Ich fand es auf jeden Fall ganz, ganz toll, hier gewesen zu sein. Vielen, vielen Dank. Bis hoffentlich bald mal wieder. Und ja, wie gesagt, also zum Salat holen komme ich jetzt immer her. Danke. Dankeschön. Tschüss. Weiter geht es ins Land Brandenburg, nach Hohenneuendorf. Hier lebt Selbstversorgerin Rebecca. Meine liebste Selbstversorgerpflanze ist die Kartoffel und Salat und bei Kräutern das Gänseblümchen. Bei Rebecca spürt man sofort ihre tiefe Verbundenheit mit der Natur. Sie ist Pflanzenheilkundlerin, Astrologin, Schauspielerin und Mutter von zwei Kindern. Ihre Leidenschaft ist die traditionelle Kräuterkunde. In ihrem naturnahen Garten gibt es alles, was sie für ihr Selbstversorgerglück benötigt. Eier, Gemüse und natürlich Kräuter. Da ist sie, Rebecca, bei der Kräuterernte. Wie großartig. Und? Rosmarin duftet, gell? Oh, duftet wunderbar. Vielleicht zeigst du mir einfach mal, wie deine Kräuterwelt hier so aussieht. Ja, mache ich gerne. Also zum einen, also ich habe wirklich, glaube ich, fast in jedem Beet Kräuter stehen und natürlich auch Dinge, die uns ernähren. Also Gemüse, Obst und Gemüse. Und ich pflanze total gerne Kräuter an, die auch schön blühen. Das heißt, ich habe viele Küchenkräuter, die immer wieder vorkommen, also wenn ich koche. Und auch hier sind für die Insekten. Und dann habe ich natürlich auch ganz viele Heilkräuter. Solche, die einfach so wachsen. Ja, Löwenzahn. Da hinten ist es auch ganz bunt. Ja, vielleicht gucken wir uns das mal an. Ja, genau, wir können das mal anschauen.
Rebecca will die Zusammenhänge in der Natur verstehen. Sie ist überzeugt, jedes Kraut hat auch einen Nutzen. Kapuzinerkresse ist auch so ein bisschen wie so ein natürliches Antibiotikum. Also es ist ein unglaubliches Heilkraut. Von Mai bis November ernährt sich die Familie von eigenem Gemüse. Es ist ja auch wichtig, dass deine Kinder das auch mitbekommen, woher kommt das Essen, wie funktioniert es eigentlich? Total. Also ich finde es auch wichtig, also für uns ist das oder für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass die Kinder also einmal nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln lernen. Und das lernen sie natürlich dadurch, wenn sie sich auch mit anpflanzen und sehen, wie viel Arbeit da reingeflossen ist und wie lange es auch braucht, dass es wächst. Und dann und schmeckt dann ja auch viel besser, wissen wir ja alle. Und das andere ist eben, ich hasse es auch, Sachen wegzuschmeißen. Darum finde ich auch so diesen Extremkonsum, den man in so Supermärkten dann immer, ne, dies noch und das noch. Und ich finde das ganz schön, mich hier im Sommer so zu reduzieren auf das, was da ist, was gerade regional wächst und das dann auch auf den Tisch zu bringen. Life is just a dream. Oh, lucky you. Lucky, lucky me. Über Social Media hält Rebecca Kontakt zu ihren Fans. Besonders bei Instagram gibt sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter. Lucky, oh, mit Bienen. Ich dachte, dass wir heute vielleicht zusammen ein Oxymel machen. Ein Oxymel. Genau. Wir machen ein Oxymel. Und dafür können wir jetzt zusammen ein bisschen sammeln hier im Garten, was uns so über den Weg läuft. Ja, total cool. Wir hatten es ja vorher schon mal besprochen. Und dann habe ich gelesen, dass die Athleten in der Antike das schon als Vitamin- und Kräftebooster quasi genutzt haben. Ja. Und du machst es so kurmäßig. Also das werden wir jetzt machen. Das werden wir großartig machen. Dann können das auch alle gerne nachmachen. Gänseblümchen, Löwenzahn, Kapuzinerkresse. In Rebeccas Oxymel-Blütenmischung kommt immer das, was der Garten gerade bietet. Boah. So, und jetzt kommt das versprochene Oxymel, der Immunbooster. Was machen wir, Rebecca? Was kann ich dir helfen und wofür ist es gut? Also, Oxymel steht für Sauer, Honig, Oxy, Sauer, Mehl, Honig. Saueressig, ne? Und Honig von unseren Bienen. Und wir holen jetzt das Beste aus den Blüten heraus, die wir gesammelt haben, weil diese, also Honig und auch Essig zieht die ganzen Heilkräfte raus. Und dafür müssen wir jetzt erstmal vom Löwenzahn hier die gelben Blütenblätter in den Mörser. Mörser mal. Ja. Nicht richtig platt machen, aber so ein bisschen aufschließen, dass die guten, genau, Kräfte da raus. Genau. Also man kann entweder die Mischung machen 1:1, das mag ich am liebsten. Also gleich viel Honig wie Essig? Genau, allerdings, also so wie es in den Büchern steht oder in der Antike gemacht wurde, das ist 2:1. Das heißt, wir nehmen jetzt hier ein Glas Honig, das sind 500 Milliliter. Und dann nehme ich 250. Ja, okay. Darf ich schon dazu? Ja, darfst du schon. So, dann fehlen uns noch, oh, das sieht toll aus. Oh, das riecht auch schon so gut. Und dann lässt man das da 3 Wochen lang stehen. Drei Wochen? Okay. Ich habe hier auch eins angesetzt, das ist jetzt ungefähr 3 Wochen alt. Und dann? Dann würde ich das normalerweise einfach abseihen, damit die Kräuter raus sind, damit man wirklich das reine Oxymel hat. Ja. Und dann kann man jeden Morgen, nimmt man so einen Löffel, ja, in einen Becher und gießt es mit warmem Wasser auf. Und dann kann man das trinken. Das mache ich jeden Tag. Die Olympiade ruft. Die, Antiken, die antiken Spiele beginnen. Wir müssen uns stärken. Kann man machen, ne? Schmeckt total ganz gut. Total gut. Ja. Du kriegst es auch richtig hin, dass du diese Geschenke der Natur erkennst, um die weißt und sie dann für dich nutzt. Was, genau, bedeutet es dir, dass du dich eben mit diesen ganzen Naturgeschenken, dich, deine Familie, deine Kinder selbst versorgen kannst? Was es für mich bedeutet, eigentlich tatsächlich das größte Glück auf Erden. Also, dass ich diese Verbindung habe, dass diese Pflanzen da sind und immer wieder kommen, hier wachsen und gedeihen und natürlich meine Familie und mich nähern und eben auch heilen, weil es ist einfach ein großes Geschenk. Auch Rebeccas Tochter Laena hat eine tiefe Verbundenheit zur Natur. Liebevoll kümmert sie sich nach der Schule um ihre Haustiere, die Seidenhühner.
Eier aus eigener Produktion gehören eben auch zum Selbstversorgerkonzept der Familie. Das ist Mimo. Das ist Mimo. Rebecca, wie siehst du deine Kräuter, Naturwelt, dein Selbstversorgerglück in ein paar Jahren? Wo geht die Reise hin? Ich glaube, es wird immer bunter, also immer mehr Kräuter. Ja. Und es ist eine gute Frage. Ich müsste da, glaube ich, drüber nachdenken. Ja. Ja. Ich weiß es nicht so genau. Ja. Was glaubst du? Also ich glaube, es wird mehr. Es wird mehr. Vielleicht seid ihr ja auch einfach schon angekommen. Weil wenn man das alles hier so sieht, dann ist es einfach schön und sehr, sehr stimmig. Klar. Und ich glaube, irgendwann brauche ich auch Seidenhühner. Und dann hole ich mir bei dir immer Tipps. Vielen lieben Dank. Sagen. Komm uns wieder besuchen. Ich komme sehr gerne und jetzt geht meine Reise weiter zu den Selbstversorgern und zum Selbstversorgerglück. Viel Spaß und sag schöne Grüße. Tschüss. War schön mit dir. Tschüss. Lucky you. Lucky, lucky me. Fernab auf dem Land verwirklichen unsere letzten Selbstversorger ihren Traum, Susanne und Yannick. Ich würde sagen, Lieblingsselbstversorgerpflanze ist für mich der Blattkohl, weil der sehr vielfältig nicht nur in der Küche zu benutzen ist, sondern sich ja auch als Pflanze über viele Wochen und Monate unterschiedlich entwickelt und man auch unterschiedliche Teile davon ernten kann. Also Grünkohl, Palmkohl, sowas, ne? Genau, und man kann die Blätter als auch dann die jungen Schossen, also die Blütentriebe im Frühjahr ernten. Finde ich super. What the world needs now is love. Vom Samenkorn zum Rezept ist das Motto von Susanne und Yannick. Das Paar beschloss nach 10 Jahren in Berlin-Wedding raus aufs Land zu ziehen. Hier bauen sie über 100 Gemüsesorten an und entwickeln eigene Rezepte. Hier wird gegärtnert. Hi. Hallihallo. Ich bin jetzt einfach mal so eingedrungen. Was macht ihr gerade? Wir haben noch ganz viele Jungpflanzen. Hier zum Beispiel die Paprika. Und die sollen jetzt in den nächsten Tagen ins Freiland. Und damit sie so ein bisschen Abhärtung kriegen, kommen sie jetzt schon raus, dass sie sich an unser bisschen raues Klima hier gewöhnen können. Und ja, ich gebe dir einfach mal die Palette. Ja, die Hand, dann kannst du ja vielleicht irgendwie... Sehr gerne, wenn ich schon mal da bin. So, steht ja schon was draußen. Wo soll's hin? Irgendwo, wo noch Platz ist. Wie groß ist es, euer ganzer Garten hier ungefähr? Also um die 6000 Quadratmeter genau, ist das Grundstück. Und der Gemüsegarten umfasst jetzt mit dem Gewächshaus und allem, was jetzt hier drumherum an Staudenbeeten, an essbaren Staudenbeeten ist, so um die 200 Quadratmeter. Das ist das, was man auch ungefähr rechnen kann, was man dann, also pro Kopf 100 Quadratmeter ist ganz gut, um sich das Jahr über mit Gemüse einzudecken. Susanne und Yannick sind beide Fotografen. Viele ihrer Motive finden sie im Garten. Vielleicht setzt sich auch irgendwo mal noch ein Bienchen in die Blüte und das ist dann natürlich auch noch mal besonders schön. Lord, we don't need another meadow. Ihr habt ja diesen Schnittblumengarten, ihr habt den Gemüsegarten. Aber ihr macht es ja nicht nur, um euch selbst zu versorgen, sondern ihr versorgt quasi auch oder bezieht die Natur mit ein, ihr bezieht die Tiere mit ein. Ihr habt hier Bienen, die sind, glaube ich, da hinten irgendwo. Das würde ich mir wahnsinnig gerne mal anschauen. Super. Ja, das ist für uns auf jeden Fall wichtig, dass wir nicht nur uns hier glücklich machen, sondern auch ein Zuhause für viele Insekten, Vögel und die ganzen Tiere halt im Endeffekt schaffen. Aber mit Bienen darfst du eigentlich nicht anfangen, weil dann sind wir jetzt noch 2 Stunden beschäftigt, weil Yannick nicht aufhören kann, darüber zu reden. Wenn wir über das Bienensterben reden, dann wird immer der Imker gezeigt, der eine Wabe aus seiner Beute rauszieht. Und in Wirklichkeit sind es die vielen hunderte Wildbienen, alle Hummeln, die dazugehören und sowas. Da müssen wir für sorgen. Und einmal, indem wir dann ein Habitat schaffen, aber auch viel wichtiger, dass wir Nahrung, Pollen und Nektar für die Bienen bereitstellen, dass du Obstbäume pflanzt, aber auch wie bei uns jetzt hier so eine Wildblumenwiese, die sehr artenreich ist. Mit heimischen Arten und verschiedenen Arten. Lord, we don't need another mountain. The mountains you set to make. Auch bei Susanne und Yannick gehören die sozialen Medien zum Alltag. Bei Instagram inspirieren sie ihre Fangemeinde täglich mit Bildern ihres Lebens auf dem Lande.
Gemüse, Blüten, Blätter, Wildkräuter. Was Susanne und Yannick auswählen, muss optisch und geschmacklich passen. Mit den Dingen, die ihr hier erntet, kreiert ihr auch eigene Rezepte. Genau. Ja. Ja, im Endeffekt haben wir dann hier unseren großen Delikatessenladen und können, also saisonaler kann man ja eigentlich gar nicht sein Gemüse ernten und saisonaler kann man auch keine Gerichte kreieren. Das heißt im Prinzip, früher in Berlin war es immer so, dass wir auf dem Wochenmarkt einkaufen waren und uns dort inspirieren lassen haben, und mittlerweile ist auch eigentlich das, was in den Beeten gleichzeitig Saison hat, wird gleichzeitig zu einem Rezept verarbeitet. Das ist eine ganz spannende Geschichte für uns gewesen und ja, all das ist jetzt sozusagen in unser neues Kochbuch eingeflossen. Hunderte von Rezepten haben sie sich schon ausgedacht und fotografiert. Wie Spargel auf Kartoffeltalern mit Wildkräutern. Ihr kocht schon richtig gerne, ne? Sehr. Ja. Zumindest machen wir es manchmal bis zu dreimal am Tag. Demnach muss einem das dann ja auch schon passen. Dreimal am Tag? Ja, wenn es dann morgens schon Pfannkuchen gibt. Ja. Und, also ihr kocht jetzt nicht nur für Fotos, ne? Überhaupt nicht. Also das ist ja so, dass wenn du so viel anbaust, macht man das ja nicht, um Fotos zu machen, sondern um sich zu ernähren und auch um sich gut zu ernähren. Ja. Und das feiern wir sozusagen dann auch, indem wir uns was Tolles kochen. Susanne und Yannick ernähren sich vegetarisch, zumeist sogar vegan. Ich fange mal an mit so ein bisschen von diesem Wildkräuterbett. Mhm. Und dann können wir das dekorieren. Mit den verschiedenen Blättern. Und, naja, es ist so ein bisschen wie Malen, ne? So was, dann hoffen wir, dass es dir schmeckt. Du wolltest nichts, oder, Janik? Weiß nicht. Nee, Janik will nicht. Ich will noch einen zweiten Teller. Das ist unglaublich lecker. Das freut mich sehr. Mhm. Ich hätte richtig Lust, nochmal rauszugehen. Sehr gerne. Ja. Ja? Wir machen das fast jeden Abend tatsächlich. Ich gehe nochmal eine kleine Runde durch den Garten und ein bisschen mit den Katzen spazieren. Das ist schön. Wie fühlt sich das an, dieses Landleben im Vergleich zum Stadtleben? War das jetzt die richtige Entscheidung bis jetzt? Ja, definitiv. Also es gab irgendwie noch keinen Tag, seitdem wir hier sind, an dem wir bereut haben, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Und solange wie das so schön ist, bleiben wir auch hier. Mir macht das gerade wahnsinnig viel Spaß, was wir hier machen dürfen. Und ich könnte das auch genauso noch ein bisschen länger machen. Wir sind eigentlich Menschen, die so eine Weiterentwicklung brauchen. Und das ergibt sich hier irgendwie immer von selbst. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch die nächsten Jahre noch so spannend bleibt. Und hoffe das zumindest sehr. Wir haben jetzt natürlich durch so Baumpflanzen und sowas viele Dinge auch für die Zukunft irgendwie angefangen erstmal. Und dann will man das Ganze natürlich auch begleiten und schauen, wie sich aus so einem Garten Stück für Stück immer mehr entwickeln kann. Zu sein. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Wird doch endlich Zeit.